Irland gegen Dänemark. Kommen wir aber gleich und dann schon was zum Trinken. Gut, dann gehe ich noch schnell siffen. Aber Einladung ist raus. So. So. Ja, Irland gegen Dänemark. Jawohl, einmal auf Fertig, Dänemarks, bitte. oh, Entschuldigung. Dänemarks Top-Torschützen waren Bendtner mit 26 Treffer. Spielt überhaupt noch? Nein, das spielt glaube ich nicht mehr. Eriksen mit 12 und Kadri mit 8. Kadril. Zuschauer, willkommen im Allianz Ja, Arena. das Willkommen darfst du mich zurück. nicht fragen, das kenne ich nicht. Mein Name ist Wolfus, neben mir ist der Kollege Frank Buschmann und wir werden dieses Spiel gewohnt für Sie zu Hause kommentieren. Ne, spielt nicht Wir mehr. haben heute eine Und bei hochinteressante den Iren war es Long mit 194, Es Keane mit könnte 56 und aktuell OT Doyle mit werden. 32. Spannende Sache, Wolf. Sehr interessantes Duell. Wer kommt besser rein in die Partie? Und wir freuen uns hier, dass es losgeht. Irland gegen Dänemark. Pass kommt hervorragend. Sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Die Chance jetzt. Noch ist die Chance da. Jetzt können Da Sie war ich ja klären, hier mal was lang. hätte sonst gefährlich werden können. Da packt er sein ganzes Können aus, verhindert mit einer Superparade Ja, Torwart Mats Dänemark Hummels. keinen Titel gehabt. Oh. Heute läuft der Angriff, das könnte durchaus wieder gefährlich werden. Eine Statistik will ich dir beim nächsten Mal nachhören. Die ist mir nämlich Ja, aber jetzt, die wie ich Einblendung mein von Getränk heute, holen die gegangen bin, Einblendung von eingefallen. Ich eigentlich heute. auch. Torhüter ist heute Kasper Die Schmeichel. Und Weltrangliste, das den erste Mal Endstand sagen, auf spielt welcher Swiss Position diese Trophäe Nation der war. Abwehr. Daniel Mats steht mit Thomas Delaney im Zentrum. Und im Angriff werden sie heute zu Beginn mit zwei Stürmern auftreten. Wow. Pech, der geht knapp Ja, die über Iren das Tor. haben 5 Titel geholt. Das sind die meisten von jeder Nation in diesem Bewerb gewesen. Aber ein großer fehlt Long noch. Das ist der Weltmeistertitel. Fünfmal Europameister, nicht einmal Weltmeister gewesen. Das war ich eigentlich sehr überrascht. Haben wir schon gedacht, dass die auch einmal Weltmeister geworden sind. Aber es hat nur für Europa gereicht. Und jetzt gibt's eine Ecke. Die Ecke kommt rein. Oh. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Ah, das ist natürlich Bam. klar, da ist Abseits. War vermeidbar, völlig klar. Zunächst ist das Abseits, dann sortieren sie sich neu. Und dann kommt doch dieser schwache Pass, Wolf. Ja, das war Hast du schon Special heftig. Card eigentlich bei den Ja. Dänen? Damsgaard. Damsgaard ist mir reingerutscht. Okay. Und sie machen nichts Oh. aus der Chance.
Und habe ich noch eine? Habe ich noch eine? Eine habe ich noch. Genau, hier siehst du es. Nate! Weißt du, das Aussichtsspielerdebüt? Wahrscheinlich nicht. Nate. Den müsstest du aber auch gekriegt haben. Das war aus irgendeinem gemeinsamen. Ah, so ein dynamisches Duo. Ja, stimmt, da waren ja zwei denen. Ja. Nein, keine Ahnung, das ist der Gode eben da, Randolph. Im Winter. Boah, da ist er ja, mein Hammer. Welche Stärke haben wir jetzt noch? Weiß ich nicht. Man dachte, den Bouvier, den kenne ich, aber bei dir ist er immer Mittelfeldspieler. Linkes. Ja. Wo spielt er bei dir? Verteidiger. Ah. Ja, hallo. Schön. Ja, sie sind bislang die stärkere die Partie für die Partie. McLean spielt, glaube ich, auch schon lange. Ja. Ob das nicht jeder Australier ist? Also der in Australien spielt. McLean? Hm? Das weiß ich gar nicht. Irgendeiner spielt in Australien. Oh. Ja, schön. Die Szene erstmal zu Ende. Jetzt der Ballverlust. Jetzt gibt's einen Einwurf. Ganz wichtig, da muss er hin. Andreas Koffholzen. Oh. Er zieht vorbei. Er passt gut auf und hat den Ball. Nein. Setzt sich durch. Da kommt die Flanke. Aus diesem Angriff können sie also nichts machen. Chance zum Konter jetzt. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Gehalten. Boah, ein Dumpscut. Ja, der ist mal ziemlich last minute reingerutscht durch die. Was ist da? LM. Gleich mal, was für eine. Was für eine Farbe ist das? Ah, oh, das ist seine hellblau, rot oder irgendwie so. Eine WM-Karte, oder? Ja, zur WM war die. Ja. Ah, okay. Aber nicht eine, so eine rote, ganz rote, sondern... Ja, aber eine WM. Nee. Jetzt ist er drin. Hier kommt noch mal das Tor. So ist das Ganze entstanden. Erst spielen sie diesen Pass. Dann habe ich mir zuerst überlegt, soll ich ihm rechts geben? Dann habe ich gedacht, nein. Du spielst zentrales Mittelfeld, Power. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Boah. Da haben sie gut aufgepasst. Machen Sie gut. Steilpass. Den will er mit Gefühl machen. Ball wird abgefangen. Gute
den Ball abgefangen. Braithwaite. Daniel Wass. Da ist die Flanke. So, cool. Schnell nach vor, genutzt. Aber in jedem einzigen momentan eine Spezialkarte ist Randall. Wir haben aber auch Randall, das ist der Tormann von den Winterdings. Ja. Aber es gibt auch einige, habe ich gesehen. So. Probiert jetzt was ein bisschen aus. Ja, wir bleiben dabei noch so. Jetzt ist die Pause vorbei. Es geht weiter mit Hälfte 2 hier im Allianz Stadium. Oh. Er kann es machen. Tor. Ja, McGinn kommt und trifft. Fataler Abwehrfehler, der sich hier rächt. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. McCormick gibt es, glaube ich, auch. Habe ich gesehen. Rote, rote Karte. Schwarze Karte. Stürmer. Echt? Ich wundere das echt, dass du ihn nicht genommen hast. Was? Der die Nordien nehmen. Nicht McCormick, vielleicht kommt's ja noch. Muss ich mir erst anschauen. Oh. Gefährlich jetzt. Damsgaard. Und das ist der Ballverlust. Dass du McCormick in Schwarz hast, wenn du die Nordien machst. Wo spielt der jetzt? Boah, gute Frage. Er zieht einfach vorbei. Schön, wie er diesen Ball abläuft. Die Chance hier. Super gehalten. Was für eine Aktion. Also der muss doch sitzen. Zu viel. Oh. Wow. Ein Pass mit viel Auge. Schießt er ihn rein. Den hält er natürlich. Ja, aber den gibt es im Aufbau-Team auf den Weg-Karten. Da gibt es im Team, gibt es beide. Sio und das Legende. Mhm. Und der eine, mir fällt aber nicht an, wie der heißt. Also Doyle gibt's eh auch noch. Der hat jetzt auch eine schwarze Karte, den habe ich überhaupt dabei. Mhm. Und diese andere Stimme, die ich auch eine Karte hatte. Der ist auch irgendwas mit Mac. Du hattest deine anderen Stimme außer. Long? Ich habe immer andere Stimme außer Long. Vielleicht immer zwei Stimmen. Und dann noch nie eine Solo-Stimme gespielt, außer damals bei Liverpool. Ah, okay. Da können Sie erstmal klären.
Guter Einsatz, der hohe Druck zahlt sich aus. Spielt den Ball zum Gegner. Long ist aber auch viel vorbereitet, muss man auch sagen. Stimmt. Johnny Hayes. Mittlerweile. Am Anfang war es nichts, am Anfang war ich auch nur eine Tormaschine. Jetzt die Flanke. Die Szene erstmal zu Ende. Alter. Aber leider diese Statistik haben wir ja nicht früh aufgezeichnet, wie viel Assists einer gemacht hat. Zuerst seit der CL. Gutes Technik. Also eigentlich seit der Liga eigentlich. Oh. Jetzt ist er erst ein Mittelfeldspiel. Keine Chance auf ganz halten. Ciao. Ciao. Nicht gut gearbeitet in der Abwehr. Ganz energischer Einsatz. Machen Sie gut. Steilpass. Da passt der Torhüter auf. Da kommt die Ecke. Kurzer Blick zur Uhr, Viertelstündchen haben wir noch. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Gut aufgepasst, hat die Flanke. Weiter geht es mit einem Einwurf. Christian Eriksen. Viel mit Auge. Der hat zu halbherzig. Ne? Ja, dann sagt der Torwart vielen Dank, den hält er mühelos. Also da kann man aus der kurzen Distanz mehr draus machen. Aber er muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Da ist die Chance. Ein unfassbares Tor. Alter. Ich dachte nicht zuerst, dass es Abseits war. Nein, das habe ich nicht geglaubt. Ich dachte, irgendwie der Goalie dazwischen kommt, das ist jetzt nichts mehr. Das gibt Einwurf. Ja, das war's, würde ich sagen. Und den habe ich jetzt nicht mehr drin gesehen eigentlich. Doch da gibt vielleicht Torbeinfall oder ist dann irgendwas. Der Gastgeber, kurz vor dem Ende dieses Spiels. Sie haben heute, sagen wir es mal freundlich, eine unterdurchschnittliche Leistung abgerufen. Das können Sie alles besser. Wo waren Sie denn heute die großen Stärken der Mannschaft? Weit und breit nichts zu sehen. Zwei Tore Rückstand. Upsi. Ich glaube, die Sache ist durch. Na, ist ein gefährlicher Steilpass. Nein, das wird das dumm jetzt. Das ciao. Dürfte gelb gehen. Oder nicht, Job? Das ist die Frage. Ich hätte auch gesehen. War nicht letzter. Ich war mir nicht sicher. Aber auch unnötig bei dem Spielstand eigentlich das Fall. Kurz gespielt. Gut verteidigt. Chance für den Konter jetzt. Ah. Hoppi. Gibt ja. Einwurf. Ball ist weg. Es wird 2 Minuten Nachspielzeit geben. Oh. Long. Ganz energisch. Gute Chance. Er versucht mit dem Heber. Ball wird noch abgefälscht und dann ist er drin. Tor. Schön. Das ist der Schlusspfiff. Das war's für heute. Ja, Irland gewinnt. Auftaktspiel. Deutlicher als es eigentlich war. Ich müsste den ein bisschen eingebrochen.